14 Mal musste Johannes Dürr eine Dopingprobe abgeben. Am 16. Februar wurde der Langläufer nach einer Trainingskontrolle positiv auf EPO getestet. Der sogenannte Blutpass wurde ihm dabei zum Verhängnis. Entweder man macht die Testreihen engmaschiger, das heißt die Kontrollen werden engmaschiger, oder man kann, oder eine Kombination aus beiden, auf gewisse Substanzen analysieren, die Kontrollen. Und ähnlich war die Vorgehensweise im Fall Dürr und deshalb auch das Zustandekommen der vielen Kontrollen. Somit auch keine Überraschung, dass Johannes Dürr auch wegen seiner guten Leistungen, dem dritten Platz bei der Tour de Ski, verstärkt kontrolliert wurde. Wenn ein Sportler mit signifikanten Leistungssteigerungen aufwartet, dass er dann natürlich in den Fokus gerät. Johannes Dürr muss mit einer Sperre von bis zu 2 Jahren rechnen. Aus dem ÖSV wurde er bereits lebenslänglich ausgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Skiverband geht in die richtige Richtung. Der ÖSV ist mit Abstand der am meisten kontrollierte Verband durch die NADA auf nationaler Ebene. Ich denke mir, dass wir gerade mit dem ÖSV in sehr, sehr vielen Bereichen gut zusammenarbeiten, insbesondere was Projekte der Prävention angeht. Der ÖSV denkt jetzt sogar noch eine Stufe weiter. Präsident Peter Schröcksnadel will bei der Präsidentenkonferenz vorschlagen, die Sparte Langlauf komplett aus dem Verband rauszunehmen.